weil ich war an einem Punkt, wo ich einfach so das Gefühl hatte, ich wollte eigentlich irgendwie was anderes machen, wusste aber noch nicht so genau, was es ist. Und eine Freundin hat mir empfohlen, ich sollte doch mal mit einem Coach darüber sprechen. Und damals wusste ich nicht, was ein Coach ist. Also habe ich also die gleichen ich wusste Fragen das bis vor fünf Minuten noch kaum, was ein Coach ist. Und dann habe ich angefangen, mit einem Coach zu arbeiten. Und es war einfach, es war einfach fantastisch. Also es war so viel, so viele Sachen haben sich geklärt für mich. Und ich wusste einfach, ich habe mehr gemerkt, was ich eigentlich wirklich machen möchte und was mir Spaß macht und wo ich hin möchte und was für mich das Wichtigste ist im Leben. So. So, jetzt will ich mal wissen, also gut, wir wissen jetzt ungefähr, was ein Life-Coach ist, Business-Coach, also jemand, mit dem du sprichst, der dich in die richtige Richtung vielleicht deuten kann, aber die Arbeit musst du wahrscheinlich ja auch selber machen, jemand, wie gesagt, der viele Fragen stellt und vielleicht für dich alles etwas klarer macht. Aber warum, ich könnte das doch zum Beispiel machen, auch mit einem, kann ich das auch, wenn ich zum Beispiel eine Therapie mache? Also der große Unterschied ist, also jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Therapie, ist, dass das Coaching immer aktionsorientiert ist. Also es gibt immer einen Actionplan oder es gibt immer bestimmte Sachen, die man dann am Ende der Coaching-Session sagt, ja, also ich werde das und das machen. Und beim nächsten Mal fragt der Coach natürlich, und, hast du es gemacht? Und es ist also so dieser Accountability, also da fällt mir jetzt das deutsche Wort wieder einmal nicht ein, aber das ist eigentlich das, einer der entscheidenden Punkte, der dann von anderen Counseling oder Therapie oder so weiter unterscheidet. Und außerdem ist es halt auch in der, es findet in der Gegenwart statt und ist in die Zukunft blickend, während also Therapie halt sehr viel von wegen Aufarbeitung von Vergangenheit und so weiter ist. Und fühlst du dich denn manchmal als Therapeut, wenn jemand, oder ist es was ganz anderes? Nee, es ist völlig anders. Kann man fragen, wer kommt denn zu dir? Wahrscheinlich kommen Leute zu dir, die auch sehr in der Richtung orientiert sind, dass sie, sagen wir mal so, das Problem beim Shop verpacken, sagen, also das will ich jetzt aber lösen. Und bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen zur Lösung. Es sind eigentlich oft sehr Menschen mit einem mit einem Gefühl, dass sie es wirklich eigentlich alleine können, aber einsehen, dass sie zum Ziel viel schneller kommen könnten, wenn sie sich halt diese Unterstützung von einem Coach erlauben sozusagen oder leisten oder da rein investieren. Im Vergleich zum Beispiel bei den Olympischen Spielen würde auch kein Sportler auf die Idee kommen, ohne Coach sich anzumelden. Das stimmt. Und so kann man das im Prinzip vergleichen. Ja, also wenn man erfolgreich sein möchte im Beruf oder wenn man bestimmte Veränderungen in seinem Leben erreichen möchte, dann ist es einfach sehr viel effektiver, mit einem Coach zu arbeiten.